Es ist wichtig, den Laser täglich zu überprüfen, wenn er verschmutzt ist, um ein fehlerhaftes Ansetzen zu vermeiden. Ich setze jetzt den Roboterarm auf Service 3. Dazu tippen Sie auf das Dropdown-Menü und dann auf Testen. Gehen Sie dann auf Roboterarm, dann auf Service 3 und tippen Sie dann auf Roboterarm bewegen. Ein Hinweis: Reinigen Sie den Bildschirm des TDS 2 nur mit dem Linsenreiniger Astri TDS und einem weichen, feuchten Tuch. Bei Verwendung von anderen Flüssigkeiten und Papiertüchern kann der TDS-2-Bildschirm beschädigt werden. Reinigen Sie nun den Bildschirm mit Astri TDS und einem weichen Tuch. Sorgen Sie dafür, dass Sie Linsenreiniger Astri TDS vorrätig haben. Wenn Sie keinen Linsenreiniger mehr haben, können Sie ihn vom Lely Center beziehen.